Hallo und Holladri Höschen! Willkommen zurück zu Let's Play! Wir machen direkt mal weiter und sprechen mit dem Mondwächter. Auf geht's mit der Hauptgeschichte. So, erzähl uns was. Da gibt's eine Waffe! Wie geil! 533, lass mal kurz noch abbrechen. Was haben wir denn? 535! Egal, optisch wird's vielleicht interessant, so Mondflair oder so. Lass uns über die letzten Tage sprechen, aber nicht hier. Tatsächlich habe ich deine Ankunft auf dem Mond gespürt. Und wenn mich meine Sinne nicht täuschen, bist du nicht alleine hierher gekommen. Aufgrund der besorgniserregenden Situation fällt es mir zunehmend schwerer, mit Heidelin in Kontakt zu treten. Aber sie gab mir zu bedeuten, dass es sich um deine Kameraden handele. Sie sollten inzwischen in meinem Refugium angelangt sein. Komm, lass uns zu ihnen stoßen. Dort können wir ungestört reden. Okay. Ich bin mal gespannt, haben die dann die Besessenen in irgendeiner Form zurückgeschlagen? Dass sie, jetzt doch hier oben sein können. Ich meine, dass sie hier hoch können, ja, keine Frage. Wenn die Maschine da einfach immer noch an ist, können sie sich ja jederzeit hoch teleportieren. Das schien ja kein großer Aufwand zu sein. Aber sie hatten ja unten ganz viel zu tun. Das war ja der Grund, warum sie gar nicht erst hoch sind. Warten wir mal auf deren Erklärung. Falls wir überhaupt eine kriegen. Aber ich glaube schon, dass wir eine Erklärung kriegen. Das ist ja schon... Nicht mit Urianger, mit Ishtola. Sag mir was, Ishtola. Erzähl mir, warum ihr es doch euch leisten könnt, dass ihr oben seid. Mackie, gut dich zu sehen. Wir waren ziemlich in Sorge. Eigentlich wollten wir dir so schnell wie möglich folgen, aber wir mussten zunächst gemeinsam mit dem Ilsbad-Korb die Besessenen unter Kontrolle kriegen. Leider konnten wir nicht alle retten. Einige von ihnen haben Sprengladungen gezündet, bevor wir sie entwaffnen konnten. Für sie und viele andere kam unsere Hilfe zu spät. Das Korps kümmert sich nun um die Verwundeten und hilft dabei, die Besessenen zu heilen. Kriele wohnt in der... Wie habe ich denn gesprochen? So ein bisschen altklug, aber nicht irgendwie eingebildet. Kriele wurde derweil in die Obhut der Heiler gegeben. Ihr Austausch mit Heidelin hat sie augenscheinlich stärker erschöpft, als sie zugegeben bereit war. Sie sollte aber mit etwas Ruhe schnell wieder genesen. Die anderen sind ebenfalls verblieben, um das Ilsbad-Korb bei der Versorgung der Verwundeten und der Heilung der Besessenen zu unterstützen. Ihr wollt uns was sagen, oder? Natürlich uns erstmal ausreden lassen, ist ja ein wohlgebildeter Wächter. Aber viel wichtiger ist, was hat sich hier ereignet? Unser Gastgeber hier sieht aus wie eines der Phantome aus Amaru, wenn ich mich nicht täusche. Naja, ein bisschen weißer, oder? Der Eindruck trügt nicht, junge Dame. Ich bin der Mondwächter und wurde gemeinsam mit diesem Ort hier von Heidelin erschaffen. Wie mein Name bereits andeutet, ist es, oder besser gesagt war es, meine Aufgabe, über den Mond und die Siegel, die Zodiac fesselten, zu wachen. Jetzt erzähl mir. Und dann kam die her und dann kam der Zodiac. Und dann habe ich mich mit anderen Lichtwächtern, Krieger des Lichts verbündet. Und dann haben wir Zodiac verprügelt. Aber wir haben ihn nicht getötet und wollten ihn dann eigentlich fesseln. Und dann kam, jetzt werden wir gleich unterbrochen. Wie bitte? Zodiac ist besiegt? Was? Aber das... Genau das bedeutet das. Dieser Held hier besiegelte das Ende der dunklen Gottheit. Nein, das stimmt nicht. Wir haben ihn nur... Egal. Allerdings hat dies bedauernswerte Folgen.
die Ätherströme, die den Mond und den Planeten in einer delikaten Balance hielten, beginnen nun sich aufzulösen. Die letzten Tage werden erneut ihren Lauf nehmen. Den Untergang des gesamten Planeten. Um dieses finstere Schicksal abzuwenden, werdet ihr Was ist? Alles in Ordnung? Seine Aufgabe erfüllt. Verzeiht, um Zodiacs Entkommen zu verhindern, habe ich versucht, die Siegelmagie aufrechtzuerhalten. Die Anstrengung fordert nun wohl ihren Tribut. Bitte gestattet mir einen Moment der Ruhe. Dann werde ich all eure Fragen beantworten. Ja, nicht, dass du dich in Luft auflöst, weil du deinen Sinn und Zweck erfüllt hast. Aber natürlich, sagt Bescheid, wenn ihr euch erholt habt. Diese Kristalle hier beinhalten Aufzeichnungen eurer Zeit hier auf dem Mond. Habe ich recht? Würde es euch etwas ausmachen, wenn wir sie betrachten, während ihr euch ausruht? Aber natürlich, wenn ihr sie in chronologischer Reihenfolge betrachten möchtet, empfehle ich im obersten Stockwerk zu beginnen. Lasst einfach die perversen Stellen aus. Ihr erkennt... Nein. Oder so lange allein hier, wer weiß, was hier alles passiert ist. Ne? Dann wollen wir uns doch mal etwas umschauen, solange unser Gastgeber sich erholt. Willst du dich oben umsehen, Mackie? Okay, dann schauen wir uns um. Und gucken in ein paar Kristalle rein. Er setzt sich da jetzt einfach gediegen hin, oder so. Chillt ein bisschen. Überträgt vielleicht ein paar seiner Mächte in den Kristall. Wer weiß. Wird man dann sehen, hm? Aber... Dafür müssen wir erst hochgehen, um das zu erfahren. Ich weiß so gerade, dass wir hier aufmounten können. Okay, jetzt sind wir oben und jetzt den glimmernden Archivkristall begutachten. Okay, sehe ich einen glimmernden Archivkristall. Glimmernder Archivkristall. Jetzt begutachten und du öffnest den Kristall, deinen Geist und vor deinem inneren Auge erscheinen uralte Aufzeichnungen über Zodiac. Heute keine Auffälligkeit, alle Siegel intakt. Heute keine Auffälligkeit, alle Siegel intakt. Heute keine Auffälligkeit, alle Siegel intakt. Die Aufzeichnungen scheinen bis zur Zersplitterung des Planeten zurückzureichen und sind Zeuge einer langen, langen Wacht. Ach du Schreck, sagen alle diese Kristalle einfach nur, heute keine Aufzeichnungen, alles intakt? Meine Fresse. Was für eine Verschwendung. Leuchtendes Archivkristallchen. Okay. Hau mal rein. Ist was anderes zu sagen. Ich hoffe mal. Öffnen Sie Kristall. Mit jeder Verschmelzung eines Splitters mit dem Ursprung wächst Zodias Drang nach Freiheit. Die Siegel sind aufs Äußerste strapaziert. Wie lang wird Heidelins Wille noch dem des dunklen Gottes standhalten? In den Aufzeichnungen schwingt ein Gefühl von Erschöpfung und Sorge mit. Die Aufrechterhaltung der Siegel scheint stark an Heidelins Kräften zu zehren. Okay, ist das schon mehr Input? Wieder aufsteigen. Ah, da ist schon der nächste. Okay, alles klar. So, ein ganz schneller Laser da vor uns. Interagieren. Wieder dasselbe. Du öffnest deinen Geist. Bam. Der Mondwächter befürchtet, dass Heidelins Kräfte bald schwinden und die Siegel gebrochen werden könnten. Er erwägt es offenbar, Vorbereitungen zu treffen. Die Aufzeichnungen enthalten Berichte über regelmäßige Wartungsintervalle, die gemeinsam mit gewissen Loporit durchgeführt werden. Es ist allerdings unklar, wer oder was diese Loporit sind. Irgendein Volk, das auf dem Mond wohnt, das wir besuchen dürfen oder so, vielleicht. Gleißender Archivkristall. Wieder dasselbe nehme ich mal an mit diesem Satz, du öffnest deinen Geist. Und er hält Erinnerungen. Der Eintrag berichtet davon, dass Elidibus auf dem Mond erschienen sei, um dem dunklen Gott nahe zu sein, mit dem er auf so besondere Weise verbunden war. Die Fraktion von Elidibus strebt danach, Zodiac,
aus seinem Gefängnis zu befreien. Doch ihnen ist offenbar klar geworden, dass sie selbst niemals in der Lage zu sein werden. Und so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auf den Tag zu warten, an dem alle Splitter wieder mit dem Ursprung vereint sind. Bis dahin wird der Mond sowohl als Zelle als auch als Zuflucht des dunklen Gottes dienen. Denn sie wissen, dass wir es niemals wagen würden, Zodiac zu vernichten, solange er eingesperrt bleibt. Gut. Es war jede Menge hochinteressante Informationen. Nichts, was man nicht in irgendeiner Form hätte sich erdenken können, aber konntest du aus den Kristallen etwas Nützliches erfahren? Ja, halt so eine Geschichte und dann war da ein Volk wahrscheinlich und schon vorbei. Also, hat Heidelin tatsächlich ihre gesamte Kräfte in die Aufrechterhaltung der Siegel fließen lassen? Das erklärt, warum es seit der 7. Katastrophe immer schwieriger geworden ist, mit ihr in Kontakt zu treten. Ich habe hier im unteren Stock ebenfalls eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Dieser Mond hier, warte mal. Das heißt, jetzt, wo sie nicht mehr alle ihre Kräfte da rein pumpen muss, müsste ihre Kräfte ja praktisch explodieren. Wohin jetzt mit ihrer ganzen Kraft? In den totalen Stillstand des Planeten? Hoffen wir mal nicht. Dieser Mond hier, auf dem wir stehen, der ganze Himmelskörper wurde von Heidelin selbst erschaffen. Ja, klar. Das war doch klar, oder? Nicht? Wahrscheinlich nicht, solange es nicht fest ausgesprochen wurde. Als der Mondwächter sagte, er sei gemeinsam mit diesem Ort erschaffen worden, dachte ich, er meinte diesen Palast. Trotz der Zersplitterung muss Heidelins Macht unglaublich gewesen sein, wenn sie etwas Gewaltiges wie einen Mond aus dem Nichts erschaffen konnte. Wer sagt denn aus dem Nichts? Halt, sie hat Äther konzentriert und gebündelt. Lässt ja auch nichts aus dem Nichts erschaffen, oder? Sie lässt Sachen erstarren. So. Holt Materie zusammen und lässt sie erstarren und bleibt sie am Platz. Aber egal, wir wissen schon, was sie meinen. Alle untersuchen den Raum. Danke, dass ihr mir eine kurze Ruhepause gegönnt habt. Bitte tretet doch ein wenig näher. Ich bin nun bereit, euch Rede und Antwort zu stehen. Alles klar, auf geht's. Gevoiced, auch wenn ich voicen muss. Nee, macht ja Spaß. Aber die anderen reden dann, oder? Falls sie überhaupt was reden. Jetzt erstmal. Jetzt geht's gleich los. Halsmassage. Schön, dass es euch schon wieder besser geht. Ihr habt offensichtlich einen wahren Schatz an Wissen in eurem Domizil angesammelt. Sehr interessant. Wir haben bereits viel über Zodiac und sein Gefängnis erfahren. Ja, aber was könnt ihr uns über die letzten Tage erzählen, die uns nun erneut bevorstehen? Was hat sich damals wirklich zugetragen? Weiß er das, wenn er erst danach erschaffen wurde? Na, werden wir erfahren jetzt. Ah, ja. In dem Fall will ich von vorne beginnen. Vor langer Zeit, als mein Volk noch existierte, gaben wir unserem blauen Planeten den Namen Aetheris. Hui. Doch eines Tages zerriss ein schreckliches Donnergrollen die harmonische Stille unserer Welt, so als würde der Planet selbst schmerzerfüllt aufschreien. Kurz darauf begann alles Leben sich zu wandeln. Die Schöpfungsmagie selbst war außer Kontrolle geraten. Angst, Zorn und Hoffnungslosigkeit nahmen Gestalt an. Die Bewohner verwandelten sich nach und nach in groteske Kreaturen, einem entsetzlichen Albtraum gleich. Zu
Zuerst begann es nur in einem Winkel unserer Welt. Doch es dauert, wo hat's angefangen? Nicht lange, und diese Plage griff um sich und der ganze Planet stand in Flammen. Konnte die Ursache dieser Katastrophe je ergründet werden? Wahrscheinlich nicht, oder? Sonst hätten sie ja was dagegen getan. Genau weiß ich es nicht. Allerdings hatte der Konvent der 14 gelernt, vorherzusagen, wo dieses schreckliche Phänomen als nächstes erscheinen würde. Oh, haben sie dann doch mehr gewusst? Wollten sie nur nicht verraten? Voll shady Geheimnisse gehalten? Oder mit der Maschine da haben sie es rausgefunden? Zeigt dann auf den Punkt, wo es als nächstes passieren wird, oder was? So wie auf allen Sternen flossen auch die Ätheris mehrere gewaltige Ätherströme. Diese spannen sich wie ein Netz um den Planeten. Das Festland ist von den Erdströmen durchzogen. In den Meeren zirkulieren die Wasserströme. Hui. Und natürlich gibt es auch solche Ströme, die ätherische Energien durch die Luft transportieren. Wusch. Feuer, Wasser, Erde, Feuer fehlt noch, oder? Und dann sind da noch die Astralströme, deren Äther Planeten und deren Monde umschließt. Okay. Astralströme. Astralströme. Davon höre ich zum ersten Mal. Irgendwas Bekanntes für euch, die ihr euer Leben auf dem Planeten verbringt, sind sie sehr schwer zu entdecken. Selbst in meiner Zeit gab es nur wenige Forscher, die sich ihrer Existenz bewusst waren. Aber eben jene Astralströme sind der Schlüssel zum Ergründen der Apokalypse. Okay. Genau wie die Erd- und Windströme breiten sie sich netzartig aus und sind je nach Umgebung unterschiedlich stark ausgeprägt. Der Konvent der 14 hatte bemerkt, dass sich die Anzeichen der Apokalypse an Orten zeigen, an denen das Netzwerk der Astralströme stark geschwächt war. Okay, ja, macht ja Sinn, oder? Auch wenn sie die grundlegende Ursache nicht verstanden, erkannten sie doch einen Zusammenhang. Der Verfall des Gestirns nahm dort seinen Anfang, wo der Kreislauf der Astralströme gestört war. Ja, und daran kann man es erkennen. Deshalb wurde Zodiac beschworen. Man wollte sich seiner immensen Kraft bedienen, der Kraft der Dunkelheit. Den Ätherstrom wieder zu stärken? Der Plan war vermutlich, die Ätherströme des gesamten Planeten zu stärken und letzten Endes zu kontrollieren. Ein waghalsiges Projekt, das wahrlich göttlicher Kräfte bedarf. Ja, und zum Teil hat es ja auch geklappt. Es hat nur alles verändert auch. So ist es. Und tatsächlich war der Plan A von Erfolg gekrönt. Zodiac konnte die Apokalypse, wie erhofft, aufhalten. Mit einer Nebenwirkung, ne? Mit einer kleinen Nebenwirkung. Und jetzt, wo er weg ist... Doch Zodiacs Fortbestehen war umstritten. Und Hyderin wurde erschaffen, um ihn aufzuhalten. Das behauptet jedenfalls Emmet Sech. Stimmt das? Ja, wenn jetzt Zodiac weg ist, dann kommt diese Katastrophe wieder zurück, weil die Ätherströme dann wieder schwächer werden. Stimmt das? Aber er hat zuerst gefragt. Erstmal Tankreds fragen. In der Tat,
wobei Heidelins Fraktion nie das Ziel hatte, Zodiac auszulöschen, auch wenn sie grundlegend verschiedene Absichten hatte, verfolgten. Den Zodiacs Erschaffung hatte keinesfalls die Ursache der letzten Tage beseitigt. Wäre Zodiac vernichtet worden, hätte die verhängnisvollen Prozesse erneut ihren Lauf genommen, so wie es jetzt passieren wird. Um Zodiac zu bändigen und hier zu versiegeln, entschloss Heidelin, die Welt und damit auch sich selbst zu zersplittern. Heidelin war sich dieses Umstands wohl bewusst und entschloss sich daher, Zodiac und mit ihm auch sich selbst und das Gestirn zu zersplittern, um ihn hier versiegeln zu können. Okay, das heißt vielleicht, weil alle Welten zersplittert sind, trifft die Katastrophe nicht wieder ein? Irgendwie kaum glauben. Sie bat mich, einst die Dunkelheit zu besiegen. Das klingt, als habe sie mich damals im Sternengrund belogen. Nehmen wir das Erste. Klingt ein bisschen netter. Die Dunkelheit zu besiegen. Ganz recht. Ein Widerspruch, der sich vielleicht erklären lässt. Vielleicht. Sowohl Zodiac als auch Heidelin sind Geschöpfe, die von sterblichen Wesen erschaffen wurden. Es sind keine perfekten Kreaturen, keine absoluten Götter. Gibt's ja in eurer Welt anscheinend nicht, ne? Heidelin ist die schwächere Gottheit von den beiden. Ihr müsst bedenken, dass Zodiac beschworen wurde, indem man ihm die Hälfte meines Volkes als Opfer darbrachte. Egal wie man es dreht und wendet, sie sind sich alles andere als ebenbürtig. Aber er ist jetzt weg. Den Kampf gegen Zodiac mag sie für sich entschieden haben, aber es war ein teurer, erkaufter Sieg und einer, der nie von Dauer sein würde. Die Erschaffung und Aufrechterhaltung der Siegel drohte auch das letzte Quäntchen ihrer Kräfte aufzuzehren, und so machte sie es sich zum Ziel, ein Gefolge um sich zu scharren und schenkte all jenen ihren Segen, die dem Ruf folgten, dass sie die Krieger des Lichts lieber im Unklaren über die genauen Geschehnisse der Vergangenheit belassen wollte, ist durchaus erklärbar. Auch Heidelin ist das Produkt der Wünsche und Hoffnung derer, die sich einst schufen. Somit zählt für sie nur die Zukunft des Gestirns, nicht seine Vergangenheit. Ohne ihr Wirken wäre es den Ashians vielleicht gelungen, weitere Splitter mit dem Ursprung zu vereinen. Wer weiß, wie viele Existenzen noch ausgelöscht worden wären. Alles Leben, das heute auf dem Gestirn erblüht, wäre der Wiederauferstehung der Vergangenheit zum Opfer gefallen. Also gut, dann will ich deiner Geschichte mal glauben. Vielleicht ist Heidelin keine perfekte Gottheit, aber Minfilia hat dir vertraut. Das ist gut genug für mich. Ja, perfekt muss ja auch nicht sein, oder? Also... Das bringt mich allerdings zu einem anderen Punkt. Wer hat jemals gesagt, dass Heidelin perfekt sein soll, muss? Alles, was ihr versucht, ist doch alle da in Frieden überleben, bla, Zerstörung aufhalten. Ne? Dafür muss man nicht perfekt sein. Wenn jetzt wirklich die Apokalypse wieder einsetzt und wir nicht verhindern können, dass der Ursprung vor die Hunde geht. Ja. Was passiert dann mit den verbliebenen Splitterwelten?
Okay, auch interessant. Selbes Problem wahrscheinlich auf den Splitterwelten dann, oder? Ihr Ursprung ist mit allen Splitterwelten verbunden. Er ist der Kern, der sie zusammenhält. Wenn er im Chaos der Apokalypse versinkt, dann ereilt die Splitterwelten höchstwahrscheinlich das gleiche Schicksal. Entweder danach oder gleichzeitig. Aber wenn die Zerstörung erst einsetzt, warum sollte sie irgendwo stoppen? Oh, die ersten Anzeichen. Das ist ja super. Ah, es ist soweit. Ja, kannst du uns sagen, was wir tun können? Oder müssen wir selber drauf kommen? Es gibt da etwas, das ich euch zeigen möchte, wenn ihr mir nach oben folgen würdet. Ja. Wir folgen dir nach oben. Schöne Musik. Die Lichter sind angegangen. Seht ihr den Lichtschein dort? Beeindruckend, nicht? Doch, doch. Sehr beeindruckend. Niemand hat was anderes behauptet. Was ist das? Ätherströme? Wie ich bereits erwähnte, ist Heidelin alles andere als allmächtig. Vielmehr steckt sie in konstanter Bedrängnis. Ja, das trifft es wohl besser. Sie war sich dessen stets bewusst und hat genau deshalb vorgesorgt, sollte Zodiac unerwartet vernichtet werden, wurden hier auf diesem Mond Vorbereitungen getroffen. Gesetzt dem Fall, dass die Apokalypse wieder ihren Lauf nimmt, soll der Mond als ein gewaltiges Schiff fungieren. Ah, das ging zu schnell. Und das ist eigentlich schon alles, was ich euch als Wächter Zodiacs mitteilen kann. Für die Reisemodalitäten sind andere zuständig. Meine Aufgabe ist es, euch nun mit eben diesen Dienern Heidelins bekannt zu machen. Na dann, mach das. Frechheit, die eine Sprechblase. Ich habe auf nichts gedrückt und die Sprechblase ging einfach weg. So. Kiste mit einer phrygischen Goldwaffe, Gegenstand Stufe 533. Prüglerischen. Benutzen wir sie mal. Ups. Und? Ich meine, ich nehme mal an, besser wird sie nicht sein. Aber wir haben irgendwas gekriegt. Ein Armreif der Verteidigung. Cool. Und jetzt gucken wir uns mal optisch die Bismut-Revolverklinge an. Ja. Klappt sich aus und ist lila. Kann man dich irgendwie drehen? Ja, hau ruck. Das ist mit dem Touchpad ja so angenehm. Ja, sieht stylisch aus, oder? Wie so ein kleines Hightech-Klappmesser. Bleibt natürlich trotzdem bei unserer hart erarbeiteten. Die wird schon früh genug ersetzt. Und dann müssen wir weinen, weil super mega selten und legendäre Waffe mal eben durch irgendwas ersetzt wird. Was man so für ein Quest kriegt. Oh, hier hasch's. Ist besser. Alles klar. Würde ich hier einmal Schluss machen. Sagen hola driho und bis zum nächsten Mal. Mal sind wir alle froh, wenn es hier weitergeht. Tschüssikowski.